Wunderschönen guten Morgen, meine Hasis. Es ist der erste Morgen nach dem Umbau. Ich bin noch ganz schön in den Arsch, alter Schwede. Aber das Wochenende war kurz. Stressiges Wochenende. In diesem Sinne würde ich sagen, willkommen bei Max Bishop. Wir müssen jetzt heute ein bisschen was reißen. Ich habe gestern meine Karre sauber gemacht, also von innen. Von außen ist er gar nicht mehr so eingesiffert, geht noch. Die ganzen Pfandflaschen immer rausgemüllt und so was. Ja, heute jetzt erstmal, also heute ist ja mein, wir sind jetzt ganz froh, damit an die neue Werkstatt zu betüdeln, oder die neue Werkstatt wieder eh Gordon betüdeln, aber die alte Werkstatt zu beziehen, damit wir auch irgendwie ans Arbeiten kommen. Aber da haben wir noch einige Geschäftsakte davor. Erster Geschäftsakt ist Straßenverkehrsamt Wittmund, Autos anmelden. Und der zweite, was ist der zweite? Andere Scheiße machen wie Buchhaltung. Und wenn das fertig ist, dann geht's los und wir packen meine Kiste auf die alte Bühne und gucken nochmal bei Gordon, wie das in der neuen Werkstatt so läuft. Und schauen wir mal, wie es so geht, ne? Das wisst ihr Bescheid. So, aufi, nach Wittmund. Ich habe auch keinen Sprit mehr. Aber ein bisschen Gas habe ich noch. Ich glaube, reicht das. Bis später. Tagesplan Punkt 1. Abmeldung erledigt. Eine lustige Story aus meinem Leben für euch. Eine ultimativ lustige. Der Fall übrigens aus dem Score in Friedeburg, weil ich habe noch ganz viele Pakete für euch, die ich abschicken muss. Pass auf, ich erkläre euch mal eben. Das ist echt, war echt krass. Ich bin halt gestern Abend, war ja Stream. Ne? Wir haben jetzt ja Montagmorgen. Ich bin dann irgendwann um 1 nach Hause gefahren und bin dann hier bei der Score lang und dann kam hinter mir ein Polizeiauto. Dorfpolizei. Einmal eben Kontrolle, Alkoholtest. Führerschein, Fahrerschein bitte. Führerschein hatte ich. Fahrzeugschein hatte ich aber nicht, weil mein Handschuhfach ja in der Arsch ist und das nicht aufgeht. Natürlich wollten die den Fahrerschein sehen. Dann habe ich original vor den Augen des Polizeibeamten das Handschuhfach aufgebrochen. Knack! Ich sage hier, bitteschön. Das ist ganz robust, das Ding übrigens, von so nebenbei. Und dann hat er den Schein bekommen, hat zuerst geguckt, ob wirklich mein Auto ist. Ne? Der hat schon gedacht, ich hab's geklaut oder so. Naja, Fakt auf jeden Fall ist, ich habe mir dann immer so was gegurkt. Das hier ist meine neue Handschuhfach-Öffner, Öffnereinheit. Guck mal, so. Geht auf. Und es ist zu. Warte, so. Oh, so. Gut, ne? Gegurkt. Oh, so kann man wieder fahren mit dem Ding. Was ein Scheiß. Ich wollte es in Ruhe mit meiner Spezialkonstruktion machen. Da unten seht ihr doch dieses Kartending da. Ich habe mir eine alte Bankkartzeug geschnitten mit einem Seitenschneider. Ich war schon dabei von der Planung her, aber habe es in der Abend halt nicht hinbekommen. Und deswegen wollte ich halt dann losdüdeln. Also übrigens, aufgebrochen habe ich dann mit einem Seitenschneider. Ich habe diesen Metallding zum Deck gemacht, der da drin ist. Mit dieses Tutorial im Internet, was auch kursiert, hat nicht funktioniert. Schade eigentlich. Seitenschneider hat funktioniert. Aber war natürlich eine zerstörerische Variante, was nicht ganz so geil ist. Aber ich komme wieder auf meine Scheiße ran. Also ist immer ein guter Anfang. Stellt mal vor, die Cops halten euch an. Ihr müsst original vor den Augen der Beamten mal eben schnell hier ins Handschuhfach aufbrechen. Ich habe wetten, der wollte mich schon halb mit dem Latz stecken. Der hat gedacht, ich habe die Karre geklaut oder so. Das Einzige hier, was mich gerettet hat, ist wahrscheinlich der gurkige Zustand von diesem Auto. Boah, auf den ersten Blick sieht die Kiste jetzt nichts wert. Wenn ihr nicht glaubt, hier ist auch das Alkoholprüfräuchchen. So pusten. Läuft. Warte übrigens seit ich glaube, 2 Jahren meine erste Kontrolle wieder, tatsächlich. Sonst bin ich immer rumgekommen. Aber gut, wenn sie mich kontrollieren, die finden eh nie was. Ne? Ich habe eigentlich immer hier alles dabei und hier bin auch nie besoffen. Und meine Fahrzeuge, auch wenn sie meistens nicht so aussehen, sind alle verkehrssicher. Also was soll passieren? Aha, wollte ich eben LKW überholen, da hat der Volvo keinen Bock drauf gehabt. Voll am Ruckeln, am Nutzen. Nee, will ich nicht. Ich glaube, mein Gastank ist alle. Da ist nicht mehr viel drin. Scheiße. Und mein Benzintank ist auch alle. Das heißt, was heißt das? Es wird jetzt gleich wieder teuer. Ich muss gleich tanken und Pakete verschicken. Übrigens hier nochmal danke an jeden, der bei mir einen Gurkenshop bestellt hat. Ne? Es ist unglaublich. Ich habe tatsächlich schon wieder jetzt, ich glaube, 20 Pakete rausgeschickt. Also, wenn es so weitergeht, ist bald noch ein neuer Satz Reifen drin. Für den Wartburg oder so. Mal gucken, Offroad. Nee, Wartburg ist scheiße. Vielleicht noch ein Satz für den Kübel. Mal gucken. Ja, erstmal abwarten und Tee trinken. Kübel ist eh bald dran, videomäßig. Könnt ihr euch schon drauf freuen.
ist halt nur, ich warte nur die D-Max-Folge ab und dann geht's los. Willkommen an der Score. Ja, es sind immer solche Zeitbremsen hier, so Rentner, die in der Tankstelle stehen. Zum Beispiel Harry, der mir gerade meine Gassäule blockiert und meine Benzinsäule. Ich glaube tatsächlich, dass die Frau da aus der Ukraine hier, ich glaube, die ist Flüchtling, bin ich ganz sicher, auf jeden Fall mit ihrem Audi da schneller als er. Obwohl, ich sehe gerade hinten in der Kasse rum, Kaspar. Seht ihr das? Da hinten ist er. Da ist er, Harry. Aber mal gucken, dass er mal irgendwie das hingetüdelt kriegt, dass ich mal irgendwie hier meinen Scheiß kriege. Weil heute ist ja Großtag. Läuft ja heute. Guck mal. Ich sehe Benzin, 20 Euro. Naja, gut. Ich sehe Gas, 30 Euro. Und ich bringe locker nochmal 60 Euro Pakete dahin. Also heute läuft für die Score, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was die den Paket mitverdienen. Das ist eine Provision oder so von der Post, ne? Aber läuft. Lustig ist ja, dass ich jetzt gerade hier stehe und ich habe keinen hier dampfenden Motor oder irgendwelchen Kühlwasserverlust jetzt gerade beim Stehen hier. Hat er nicht. Null. Das hat der Wagen nur, weil er irgendwo doof rumhögelt. Das ist schon sehr spezial. Ich weiß auch nicht. Oder kommt er her? Da kommt der. Was ich auf meinen Trailer ausleihen habe, mir geschrieben. Mal gucken, aber ob er mich erkennt. Ich glaube, ich fährt so ran vorbei. Gucken wir. Da ist er. Steigt ein. Tür zu. Ich winke. Er fährt so weg. Habe ich doch gesagt, ich stehe nicht. Ich stehe jetzt Zeit da. Ich habe auch schon beim Tanken beobachtet. Das ist typisch Schachi. So, auf geht's. Er ist ja nur voll getankt, um jetzt ganz, ganz schnell hier in die Gurkenhalle zu fahren und jetzt meinen Trailer zu schnappen und irgendein Topolino zu holen. Irgendeine Kiste. Irgendwann hat er wieder auf dem Schirm. Weil er ist ganz eingeschnappt und schnell. Weil das Ding daran ist nämlich, Harry kann meinen Trailer sogar nicht mitnehmen. Wir brauchen ja einen Anhängerdosenadapter. Den hat er aber gar nicht. Bin ich ja gespannt, wer das Problem löst, wenn ich nicht da bin. Weil ich bin ja noch ein bisschen hier beschäftigt. Ein Autogastank ist mal dieses hier stehen und festhalten. Ich meine, hier geht es noch mit dem Knopf. Ne? Manchmal sind die Knöpfe so unangenehm gelegen, dass du da sozusagen kein Blut mehr in den Händen hast und so eine Scheiße. Richtig furchtbar. So, 116 Euro für Pakete und hier knapp 50 Euro für Benzin ärmer. Ich bin trotzdem glücklich, ich habe es hinter mir. War ein großer Stressfaktor, die ganzen Kalender für euch und die ganzen Shop-Geschichten, weil ich hatte die ganzen Versanddinger noch nicht gehabt. Und jetzt habe ich die raus. Hat funktioniert, also wisst ihr Bescheid? Eigentlich müsste jetzt zu dem jetzigen Service-Video eigentlich schon alles angekommen sein. Viel Spaß damit. Wahrscheinlich werde ich im Februar eine kleine Rabattaktion für den Kalender starten. Vielleicht in 10% oder was, weil ihr kennt das Thema ja. Ich habe noch ganz viele, ne? Also nicht vergessen. Ich habe noch locker 40 Stück von den Dingern. Wenn man Kalender braucht, hier, sonst bleibe ich drauf sitzen. Und das ist, ich weiß nicht, wie viele, ich habe nur eine Wand, weißt du, oder vier vielleicht. Alles voll mit Kalendern wäre scheiße. So, auf zur Gurkenhalle. Guck mal, was Gordon schon treibt. Weil ich bin ja natürlich ein bisschen später dran schon heute. Ich bin natürlich jetzt nicht oberpünktlich, weil warum bin ich nicht oberpünktlich? Ganz einfach, immer Gas anmachen. Jo, läuft wieder auf Gas. Weil, ja, Straßenverkehrsamt macht um hier 8 auf. Ich konnte aber erst um 8:30 da sein, weil wegen Jodi und so. Und danach hatte ich ja das Problem gehabt, dass ich halt hier jetzt noch die Score-Dingsen hatte und sowas. Das war auch locker 9:30 oder 10. Ich habe mir Brötchen geholt. Gut, ne? So. Und dann gleich mal ins Büro, die ganzen Papiere mal ein bisschen abheften und sowas für die Autos, die wir noch haben. Ich habe so viel durcheinander, das ist viel zu viel. Ich steig da nicht mehr ganz durch, deswegen muss ich jetzt machen. Auch die ganzen Bons, die ich alle habe. Guck mal, hier Buchhaltung. Oder hier. Buchhaltung. Soll ich mal irgendwie mal aus dem Karren rauspulen, auch aus dem Abklappwagen und mal irgendwo einheften. Deswegen die nächste Stunde sieht ihr mich nicht wieder. So Freunde, wir haben jetzt locker 3 Stunden später. Erstmal haben wir noch ein bisschen Kleinkram hier gehabt. Und zweitens war die Buchhaltung mehr als ich dachte. Alter, ich hab Bons, Alter, Junge. Ich packe ja mal so die Bons immer die Autos rein, die ich fahre, so die Tankbons, weißt du, diese typischen. Der Volvo, Alter, der war ein totales Tankbonlager. Das Handschuhfach jetzt wieder aufgeht, dank der Polizei, die mir freundlicherweise dabei geholfen hat, mich zu überwinden. Du hast das recht. Übrigens hier, der war auch voll mit Bons. Tankbons, Alter. Ich habe noch an diesen LT, habe ich jetzt im letzten halben Jahr ungefähr hier was gewesen. Bisschen über 1000 Euro verdankt. Also Diesel kann ich. So, den Pornspalt aufmachen.
Wir haben nachher noch ein paar Interessenten für zwei Autos. Einmal eins für den Fabia, den kenne ich sogar ganz gut, das ist der Jens. Der muss sich das Ding mal angucken. Das ist der Mann, der früher den Renault Laguna von mir gekauft hat, den blauen. Und wir haben nachher noch einen Interessenten tatsächlich für den Opel Omega. Der steht ja vorne schon, der hat neue TÜV. Ist noch nicht ganz aufbereitet, ne? Aber vielleicht kaufen wir ihn auch so. Wie gesagt, das ist noch so ein bisschen hin und her getüdelt. Ja, wenn er verkauft ist am Ende, dann kriegt er es ein bisschen sauberer noch, ein bisschen einmal abgeduscht. Und zwei Schrauben festziehen tatsächlich. Hinten an der hier Rückleuchte haben wir nur zwei Schrauben reingefummelt. Aber es rennt ja nicht weg. Fahren tut es trotzdem. Und wenn das Ding rausgeht, ist es dann halt fertig. Jetzt erstmal Folgendes. Ich bin jetzt ja in meiner Halle. Wir gehen nach Gordon in eine neue Werkstatt. Wenn ich kurz gucken, was Phase ist, damit ihr so einen Blick habt, wie die jetzt in der Arbeit aussieht. Ihr seht jetzt hier diesen Peugeot. Der hat jetzt vier neue Reifen gekriegt. Also vier neue 2017er M&S Reifen. Die hatte ich mal liegen. Und passt, ne? Hat Gordon noch eben aufgezogen. Hat er hier gemacht, weil ist ja einfacher hier zu machen als da. Da, weil da ist die Reifenausziehmaschine. Und wenn da wir da nicht die Möglichkeiten haben mit Starkstrom und so in der neuen Bude, bisher wissen wir noch nicht, haben wir uns entschieden, erstmal die Reifenausziehmaschine da stehen zu lassen, wo die vorher war. So, gehen wir einmal bei Gordon eben vorbei. Gordon ist gerade am Skoda Fabia bei, in der Bremse. Komm, jetzt sehen wir die Bühne mal in Einsatz. Auch hier, Güdemaschine. Wir wissen Bescheid, ne? Güde hier, neuer Partner. aber hat er einen Kick gekriegt? Ich weiß aber nicht, wie fest wir waren. Bin jemand von beeindruckt. Ob die richtig fest waren oder ich weiß nicht, wir hatten den ja schon ab. Ich habe mal Tipps gekriegt mit diesen Bolzen, wie man das machen kann, ne? Mit diesen Nachspannen, weißt du, der Bolzen, der runterwandert. Okay. Die kann man entspannen, indem man dann Schraubenzieher reinsteckt und die runterfummelt. Von hinten. Da gibt es ein Loch, wusste ich gar nicht. Ich selber jetzt. Ja, aber bringt mir das? Ja, wegen Abbaum. Letztes Mal haben wir Ärger gehabt im Abbaum. Was hat er, wie fummelig das war? Hier ist kein Loch. Hat er nicht? Nö. Hat er so erklärt, warte. Nö! Ja. Nö, kein Loch. Da würde ich mal sagen, dass die Theorie nicht ganz stimmt. Wir wissen bei dem Auto nicht was. Läuft. Ja, ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch okay. Man kann ja auch gerne Tipps geben, aber nichts geben. Nö, würde ich auch. Aber war für mich plausibel, aber ich habe da auch nicht hingeschaut. Tatsächlich. Und was sagst du von der Bühne her? Von der Arbeitshöhe reicht die Dicke. Ne? Ich habe auch ganz viele Kommentare gekriegt, dass das mit der Höhe nicht reicht. Dicke. Du kannst die Kiste ganz hochfahren. Das Einzige, was hier vielleicht eng werden könnte, wenn du einen T4 auf der Bühne hättest oder sowas. Oder einen großen Bulli oder irgendwas von der Art. Aber große Bullis können wir auch drüben machen. Wir haben ja zwei Bühnen. Dafür haben wir die andere mit der unbegrenzten Deckenhöhe. Ne? So ungefähr läuft das. Ja, es fragt sich nicht, was wir jetzt machen, weil Gordon kann jetzt ja gemütlich weitermachen. Wir gehen jetzt tatsächlich rüber. Yeah! Kann man den mal sehen? Das Einzige, was mich wundert, ist, dass die Entriegelung mechanisch ist, ne? Mit diesen Zügen dran, ne? Das ist drüben ja mit dem Knopf. Einziger nach. Obwohl, Haube kannst du sogar offen stehen lassen, ne? Haube kannst, aber Heckklappe nicht. Oder? Aber im Kombi nicht. Reicht aber dicker aus, Alter. Die Bühne reicht hundertprozentig. Ja, Haube ist ja interessant. Haube kannst du, passt ja, also bei dem passt das. Und das ist schon ein normales Auto so. Weißt du, so ein Vectra B oder so hat auch keine größere Haube. Nur so umrechnest, ne? Hundertprozentig. Geil. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir rüber. Was machen wir jetzt? Wir gehen das Trabi schrauben. Ich mache jetzt hier, wir machen Pikachu weiter, Ingos Trabi. Ich würde tatsächlich eben die eine Bremse fertig machen, die eine Seite, und dann will ich auf die Bühne packen. Geil, ich kann ihn auf die Bühne packen. Kannst du auf die Bühne packen. Geil, ne? Der Dulli ist nicht mehr da. Genau. Mit seinem fetten Arsch. Voll gut. Läuft. So bin ich zu dir. Aha. ist schon eine geile Bude. Und das, weißt du, was auch ein Vorteil hier ist, Alter, das Licht. Ich habe das nicht störender gedacht tatsächlich, wegen, weißt du, wegen hier den, von der Seite, was geht eigentlich? Das gleicht sich, glaube ich, ganz gut auch in der Kamera aus. Boah, hat die jetzt einen Kratzer, Alter? Die neue? Nee, komm, Kratzer sind scheiße. Küss, knutsch. Gut, bis gleich, Alter. Weißt du, wo ich bin? Ja. Auf einer Seite der Halle. Verschwunden. Du musst sowieso mitkommen. Du brauchst Werkzeug. Nee, ich brauch nicht. Hm? Ach, stimmt, der steht da auf der Werkbank. Hast recht. Ab jetzt, bald ist hier dritter Durchgangsweg. Pass mal auf, hier auch so, auf dem Teppich so. Hier ist schon so eine Kuhle. So eine Schleise drin. Ja, ja.
Das ist der neue Scheiß. Das ist der Unterschied. So, ich fahre den erstmal raus und dann muss man mal kurz gucken. Ich muss die eine Bremse von Pikachu noch zusammenbauen. Dann kann der runter, dann müssen wir die beiden hinteren Bremsen noch machen. Hab das damit angefangen tatsächlich. Aber das fehlt noch. Und dann hat er noch ein Problem, der Wagen, dieser hier. Kein dauerhaftes Problem, weil das kannst du relativ schnell mal lösen. Aber ihr seht, Motorlampe ist an, seht ihr? Die ist noch an. Dann müssen wir gucken, woran das liegt. Beziehungsweise, wenn ich die Motorlampe lösche, dann ist die auch ganz lange nicht an. Wie lange ist die aus? Ja, 100 Kilometer oder 80 Kilometer ist die aus. Wann kommt die dann wieder? Ich schätze mal, weil der Wagen ja eh nicht so viele Sachen hat, was so an Sensoren und sowas, höchstens Drehzahl und das war's, schätze ich mal, dass es der Lambda-Wert sein wird, dass Lambda so ein Arsch ist. Wie bei dem anderen auch. Ich glaube, das ist eine Krankheit. Ich glaube, wenn man mit Peugeot schraubt irgendwann, Alter, da muss man so einen ganzen Laden voll Lambda-Sonden haben. Das gehört da irgendwie zu. Sonst ist das ein schönes Auto. Also der ist halt ein bisschen gurkiger als der andere, ne? Dieser hier tatsächlich, finde ich. Aber so von Fahren her, von der Technik her und so, super Teil. Sieht, das ist da verschlissen, das ist auseinandergenudelt. Das hängt eigentlich oben, das hängt da unten mittlerweile. Der hat ihn nicht mal sein Alter an, aber es ist halt auch kein mega teures Auto. Ne? Guck mal, der geht bei uns mit einem Jahr Gewährleistung, geht da bei uns raus für hier 1.600 Euro. VB. Meistens haben die Leute auch eine alte Gurke für uns. Die gehen meistens für 300 Euro in Zahlung oder irgendwas. Und dann kostet er nur noch 1,3. Das ist meistens immer so unser Standardkurs dafür. Früher war es tatsächlich 1,3 fürs Auto. Und dann hier mit Entzahlungnahme und diesen ganzen hin und her gerechnet, passt ja eigentlich alles. Ihr wisst, was ich meine. Denn das kostet ein Tausender. War früher so. Leider können wir halt nicht mehr stemmen. So, Pikachu. Ich habe mir noch ein paar Federn auf Lager gelegt. Ich muss mal den Wagenheber unterpacken, weil ich will die Bremse fertig machen komplett. Diese hier. Die habe ich mir jetzt zerlegt. Seht ihr hier? Oh ne, habe ich keine. Nee, die Feder hat noch gefehlt. Die Feder hier hat noch gefehlt, dann geht das schon zusammen. Das war schon weiter, Alter. Schon wieder vergessen, was ich gemacht habe. So, ein Federsatz, auf geht's. Okay, Langeweile. Bei Harry nachher läuft was. Ali ist hier am Tüdeln. Der fummelt gerade am Topolino rum da hinten. Ne? An dem neu restaurierten, oder den Song, als restauriert ist der auch nicht, zusammengegurken. Das ist ein Gurkolino. Ne? Aber der läuft. Hört ihr? Wild, ne? Eigentlich mal ein bisschen Leben in der Bude. Und Harry ist tatsächlich jetzt gerade auf dem Weg nach Halle. Halle ist hinten bei Leipzig irgendwo. Ist im Osten ist er halt, ne? Und da holt er auch noch ein Topolino ab. 1939? Ich glaube 1939er. Also müsste ein A-Topolino sein, den er holt. Also der kann nicht so bremsen, ne? Warte mal. Harry, der ist schon über 80. Das ist so ein verrückter Typ. Den Sound musst du so lassen. Der Sound ist gut. Ja, außer ist auch kaputt. Ich habe hinten noch angeschweißt. Ja, aber ein paar Punkte nur. Mittelschale. Ja. Ey, ich finde den geil, Alter. Der muss so bleiben vom Klang her. Endlich mal ein ordentlicher Topolino. Ist du gespannt, Mann? 10 PS. Yeah! 13! Wir gehen mit dem Frühzünder da 15 PS. Da geht er ab. Ja. Hat er Leerlauf? 0. Null Leerlauf. Na ja, gut, er hat eine Leerlaufschraube. Der ist vorbei, fahr immer mit der Karre. Aber der hat eine Leerlaufschraube irgendwo. Ach, du meinst, ein System, na gut, vom Tank nach. Das ist 10 cm, Alter. Meinst du? Aber er läuft! Und du wirst der erste Motor voll, dass der erste Motor ein Arsch war von der Karre. Fest war, nichts ging. Schon guter Fortschritt. So, ich gehe jetzt richtiger Autoschrauben. Ich gehe am Trabant. 26 PS, Alter. Da träumt er von. Ja, schon wild hier im Laden. So, auf geht's. Oh, eine Leiter. Jetzt komme ich nicht hoch. In meine Bremsenkiste. Was ich vorhin hingepackt habe, seit dem Hallenumbau so ein bisschen hier.
alles so ein bisschen durcheinander. Ist ja, also ist mehr passiert, als ihr denkt. Es sieht nicht so für euch jetzt aus, ob sich viel verändert hat, aber eigentlich haben so viele Werkzeuge haben den Sitzer gewechselt, sind von A nach B gewandert und naja, auch Leitern, ne? Die haben so ihren Platz gewechselt hier in der Halle. Ich werde mit euch, finde hier keine Leiter. Läuft. Der Wagenheber ist nur noch am alten Platz. Da. Haha. Ha. Sollen ja Ali lassen, der weiß, was er tut. Hört ihr das? Hat Leerlauf jetzt. Luft ist raus aus dem System. Krass, hätte ich nicht gedacht. Das ist ein Benziner, wisst ihr, wie das ist. So, hier, das habe ich gebraucht. Das hier ist so ein Federklaus. Da müsst ihr reindrücken und dann hält das die Bremsbacken einfach fest. Und da ist das cool. Da ist mir gleich hier Pikachu wieder rollbar. Und dann kann der an meinen Arbeitsplatz. Weil der hat nicht mehr so viel Arbeit. Ich habe letztens mal eine Arbeitsliste gemacht für den Wagen, was ich daran machen muss. Und der ist gar nicht mehr weit vom TÜV entfernt. Ich habe mal so nach und nach was ist mein Gummi vom Wagenheber? Scheiße. Egal. Und so nach und nach haben wir ihn halt gemacht damals. Ne? Aber ich habe mir jetzt seit einem Jahr hier stehen und ihr müsst euch vorstellen, also es ist ein Freundschaftsdienst zwischen meinem Hasi Ingo und mir. Das heißt, ich bezahle auch Miete für die Stellzeit-Dinger und sowas. Natürlich ist Ingo immer, der hilft mir ein bisschen. Der entschädigt mich dafür auch und sowas. Ist nichts, ne? Aber Fakt auf jeden Fall ist, ich muss mal gucken, dass die Kiste so langsam mal wieder los werde. Und Ingo will ja auch im Sommer seinen Trabi fahren, ne? Und das Geile daran ist ja, dieses Auto kommt ja auch ursprünglich von mir und dann habe ich es auch fertig gemacht. Finde ich auch ganz cool. Also für meinen Kopf ist das super. Also für mein Stresspegel im Kopf und so, das ist genau das, was ich geil finde. Auto, was von mir kommt, was ich auch fertig gemacht habe und dann mein Kumpel fährt. Geht's besser? Eigentlich nicht, ne? Finde ich wenigstens nicht. Ist das eine schöne Bremse? Geil, ne? Dass ich, ob diese Radbremsen hier drin sind, die waren mal hier vom Wartburg bestimmt ursprünglich. Das sind die gleichen, die passen hier auch rein. Das ist alles das gleiche. Achse, super, guck mal, neue Dingsen dran. Das Auto ist richtig, richtig geil. Und ein regenerierter Motor drin, komplett. Ich habe da damals richtig alles für den Wagen bekommen. Ich habe dafür der Ape zusammen gekauft mit meiner Piaggio. Piaggio Ape. Oh yeah. Oh, Alter, komm her. Komm her, mein Rädchen. Geh mal drauf. Und endlich ist diese scheiß Achse vorbei. Da hat immer diese scheiß böse Abzieherachse. Die tut weh. Beifahrer habe ich schon fertig. So, einmal Bremse zusammen. Werkzeuge unterwegs. Ist ja auch schon seit einem Monat oder so. Und dann kann die Kiste rein, theoretisch. Ah, immer zur Bühne. Das ist schon mal sehr geil. Und dann können wir da weitermachen. Bremse hinten ist also angesagt. Guck mal, was die Bremse hinten so sagt. Wahrscheinlich ist die Bremse hinten mindestens genauso scheiße wie der Rest. Ich glaube, Gordon, der ist ganz lustig in seiner neuen Werkstatt da hinten. Ich habe ihn lange nicht mehr so wenig fluchen sehen. Das ist immer am Fluchen und bleibt die Autos mal durch, wenn er repariert. Scheiß Kisten, bla 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 bla. Was soll die Scheiße? Wer hat dich eigentlich erfunden? So eine Art, weißt du? Oh, noch schlimmer. Dann muss ich wirklich mal sagen, so, das ist bisher, bin ich gegen meinen Willen beeindruckt. Scheinbar ist das Werkzeug wirklich gut. Aber ist scheinbar, ich bin mir ganz sicher, dass es das ziemlich gut ist. Aber man kann da auf jeden Fall gut mitarbeiten. Das war schon der Furious Wagenheber Drift. So, eben aufräumen. Fiete ist schon drauf, Bühne. Fiete, ach, Alter, das ist Pikachu. Das da ist Fiete. Naja, ihr wisst schon, wie das ist. Irgendwo war früher mal Fiete gefahren, deswegen laber ich jetzt von Fiete, Pikachu. Pikachu. Ich hab gerade eben gesagt, das geht voll einfach nur ab hier. Hey, ich hab Scheiße erzählt. Es geht nicht so einfach, wie man denkt. Jetzt geht's einfach. Ich habe den falschen Abs hier. Ich habe einen mit 19er, 24er Nussaufsatz und immer den hier. Und habe natürlich den Gurkenaufsatz genommen, ne? Weißt du, mit der Gurkenschraube dran. War klar. Aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer packt der gar nicht mehr richtig vom Gewinde hier. Seht ihr das? Alter, der ist einfach in den Arsch gegangen oder was? Der kann doch nicht in den Arsch gegangen sein. Ich mache den mal ein bisschen enger noch. Gucken wir mal. Ach du Scheiße, da fährt sich noch was. Und der ist kaputt, der. Kosten Schweinegeld, die Dinger. So ein Abzieher kosten, glaube ich, 80 Euro mittlerweile. Früher waren die relativ günstig. Jetzt mittlerweile voll gesucht. Alles gut, er packt. Wie gesehen, ich schraube den gerade ab, die Radnabe. Ein Glück. Ein Glück, ey. Das hätte noch was werden können. Wir können doch extra eingeölt.
guck mal, die Bremse ist doch neu, diese hier. Die ist gemacht mit Neuteilen komplett. Seht ihr hier, da? Die Nachsteuer sehen neu aus. Ich leuchte mal eben für euch. Sieht ein bisschen besser. Also was ich jetzt gesehen habe, ist gar nicht mal so übel. Wichtig ist der Radbremszylinder, wie der aussieht. Weil der Radbremszylinder ist jetzt das Ding, was wichtig ist für uns. Ja, der hier. Der sieht auch nicht so alt aus. Ich baue es noch eben einmal auseinander, mache alles gängig. Dann können wir es eventuell so wieder einbauen, wenn wir Glück haben. Wäre natürlich der Oberhammer. Mal neue Federn, neue Belege. Gar nicht übel. Echt nicht übel. Und für die Nachsteuer nachfetten, weil ihr seht, die sind nämlich nicht bewegbar so. Eigentlich kann man die so ein bisschen drehen, das will der auf jeden Fall nicht, der eine. Der hier auch nicht. Und wenn wir einmal auf die Bremse treten, dann gehen die auseinander und dann war's das. Dann sind sie auseinander und dann ist vorbei mit Bremsen. Dann ist das Ding einfach fest und dann geht die Bremse heiß und kaputt. Und dann können wir von vorne anfangen. Ich würde mal sagen, der Kollege hier ist Müll. Die wurden mal neu gemacht, die Bremsen tatsächlich, vom Vorbesitzer. Wo ich den damals gekauft habe. Aber scheinbar dann nur die Belege neu gemacht und die Nachsteller. Und sogar die hat er nicht eingefettet. Guck mal, der macht auch nichts mehr. Auch alles fest. Scheiße. Aber ich glaube, im Kofferraum waren noch welche. Von den langen. Ingo hat ja immer alles dabei. Ingo hat ja immer alles für 200.000-fach liegen. Alter, der Turbolino geht immer auf den Sack hier. Die ganze Zeit hier. Der macht da ein paar Burnouts hier, Alter. Kannst du nicht mal reden in der Bude? Egal, wir machen hier auch Krach. Das war den Radbremszylinder mal zerlegt und ich sag mal, das Bauteil retten wir. Seht ihr, die ganzen Gummimanschetten sind alle neu. Das Ding wurde nie benutzt. Das ist doch ein Neuteil. Auch wenn ihr jetzt hier so guckt, seht ihr das? Seht ihr das? Wurde nie benutzt, das Teil. Das Ding mache ich jetzt ein bisschen sauber jetzt. Ich habe es gerade auf dem Waschtisch gehabt und den ganzen Dreck abgewaschen. Jetzt nehme ich Bremsenreiniger, dann mache ich ein bisschen Schleifpapier und schleife die ganzen Metalldinger hier an und schleife das einmal aus und das Ding wird wie neu. Dann kann man ihn wieder benutzen. Das machen die Typen, die solche Dinger regenerieren. Ihr könnt die ja einschicken zum Regenerieren und dann kriegt ihr sozusagen neue in Austausch. Wisst ihr, was sie machen? Die machen einen dieser beiden Gummis hier neu, zack, zack. Die Anschlüsse neu, putzen das ein bisschen, fertig. Ja, wir machen die echt nicht. Also, das kann jeder selber. Die Dinger brauchst du eigentlich gar nicht kaufen. Nur die auseinander zu klopfen, ist gar nicht mal so einfach, weil die halt sehr, sehr, sehr schwergängig sind. Weil die haben nämlich voll keinen Bock drauf. So, einmal gesäubert. Sieht wieder richtig ordentlich. Läuft schön frei wieder. Ich baue den jetzt wieder ein. Der muss wieder funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Sehen wir, wenn wir es eingebaut haben, was erstmal gebremst haben. Hundertprozentig. Weil das ist ein Neuteil. Das Ding ist nicht alt. Ich schwöre euch das. Das sieht nur so für euch alles mal so aus, aber ist nicht. Das hat man ja neu gemacht und dann hat das Ding einfach nur keiner benutzt. Und da ist der Standrost dran entstanden, an den Metallteilen. Das Ding ist nachher wieder bremst wie ein junger Gott, das Teil nachher. Pass mal auf. Wie fest eigentlich diese nagelneuen Nachsteller sind. Guck mal, das ist jetzt wieder vorher. Guck. Da, das, wie ich ihn gerade gemacht habe. Hier, guck. Zack. So muss er laufen. Das hier kannst du voll vergessen. Du kannst du gar nicht mit dem Teil überhaupt fahren. Bremst einmal, sind die Bremsen fest. Gut, dass ich es erlegt habe, die Bremse. Fühlt sich gut. Das war's auf jeden Fall nötig. Schleifikowski, hä? Hä? Hab ich gerade auch gehabt? Bin ich blöd? So, ich gehe gerade dran, wieder ran, wie ich sauber gemacht habe. Und dann müsste es eigentlich wieder alles so laufen, wie es vorher ist. Aber diese Gummis können wir auch noch ein bisschen flutschig machen. Weil die sind nämlich auch Mist, wenn die so angegurkt sind und angerostet und angekackt. Aber ich bin mir ganz sicher, das bremst wieder das Auto. Können wir heute nicht herausfinden, weil eine Bremse haben wir noch vor uns, das ist die da. Aber wenn es entlüftet ist, Alter, ich bin richtig gespannt. Sieht bremsig aus, ne? Doch noch ein bisschen am Bluten. Ich drücke meinen Schraubenzieher den Kram weg, rutsch weg und hack genau mit meinem Finger, genau an die Kante. Oh, hab ich geschrien. Alter, was eine Scheiße. Aber so ist das Leben.
Perfekt. So, jetzt hinten links. Hier, das verbessere. Weil der hat nämlich so eine, da hast du kein Loch drin, da kannst du dann halt einen Schlüssel dran ansetzen. Ein 24er, weißt du, dann geht er ein bisschen mehr mit. Der andere ist ein Loch und Schraubenzieher durchstecken oder mit einem Griff dran machen. Ich glaube, original oder neu war dann mal ziemlich gut. Oh, scheiße. Ich glaube, mein 24er ist das bei Gordon, oder? Ich werde den auch mal nehmen. Jetzt nicht rüberrennen. Warte. Da und die Knarre. Was ist die lange denn, die gute? Egal. Dann wird die. Nee. Nee, oder? Doch. Die ist geil. Boah, ist gleich nur ein Grün. Überlagerte Scheiße. Nie gefahren worden, notlos rumstehen. Das heißt, müssen wir sauber machen, zerlegen, den rausbauen, den machen und dann geht's wieder genau wie drüben. Nur halt ein bisschen. Doch, ist genau wie drüben. Das kann ich mal ein bisschen anders. Ist genau. Ganz gemütlich. Aber erstmal mal zu trinken, weil ich hier schon mit dicken Kopf, Alter. Also mit Kopfschmerzen habe ich es heute so ein bisschen. Jetzt sollte ich ohne Mütze schrauben, würde ich helfen. Könnte auch sein. Deshalb bin ich ganz zufrieden. Scheinbar kriege ich noch meinen Tagesplan heute hin. Ich wollte die Bremse von dem Trabi zusammen haben. Also in Lüften noch nicht, ne? Aber zusammen. Pass auf, das Thema rein bei der Bremse ist halt, es ist halt so eine Spezialnummer. Mit Standzeit und sowas ist. Guck, wie der Hauptbremszylinder ist. Bin auch gespannt. Wie der so, wenn der nachher in den Arsch ist, ist auch kacke. Ich bin auch so ganz sicher, habe ich mir da auch nicht. Warte mal, ich brauche noch was gegen Kopfschmerzen. Die Tabletten gebunkert hier hinten. mein Ibo-Bunker. So, ja, und dann geht's gleich weiter. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich habe schon viel Scheiße im Kopf auf einmal. Aber ich kann mal so aus dem Kopf sagen tatsächlich, ich muss ich los, heute um 15 Uhr, weil ich 15.30 Uhr die Kinder abholen muss. Wir haben jetzt, ich glaube 13.30 Uhr, fast 14 Uhr. Also ich schaffe dicke die Bremse, dicke. 10 Minuten noch oder was, dann können wir weitermachen. Dann können wir schon mal die hier Rückfahrscheinwerfer abbauen. Liebe Schluss, die hat der Wagen ja nicht. Warum baue ich den Rückfahrscheinwerfer ab? Ganz einfach, weil das scheiße verkabelt ist und die funktioniert hat bei dem Auto. Und der Witz darin ist folgendes. Dieses Auto braucht keinen. Die gab es serienmäßig auch ohne. Und der hat serienmäßig auch keinen gehabt. Das heißt, es ist nachgerüstet. Das heißt, was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen. Deswegen machen wir schnipp, schnapp, weg damit. So, Bremsen fertig vom Trabi tatsächlich. Habe ich hinbekommen. Alles komplett auf neu. Bin ja ganz stolz drauf. Ist gut geworden. Dreht schon frei. Jetzt mal kurz gucken. Wir haben den Fehler an dem Fabia gefunden. Den Fabia 1, den wir letztens gemacht haben. Wisst ihr das noch? Im letzten Video, glaube ich, schon ein paar Videos her. Da war ja die Handbremse hinten einseitig. Das ist der Seilzug von der Handbremse. Das wollte Gordon eigentlich nicht wahrhaben. Aber jetzt mittlerweile sind wir uns eigentlich ziemlich einig damit. Habe ich auch Internet jetzt hier? Ich wollte noch eben Verteile bestellen. Eben seinen Seilzug bestellen, damit wir morgen früh ihn da haben, damit wir ihn einbauen können. Das Thema nämlich durch mit der Handbremse. Weil ich muss nämlich jetzt tatsächlich los. Die Kinder es abholen. Also dieses typische, man ist auch Vater, ne? Ding. Alter, mein Mozilla Firefox, das kommt mal richtig schnell. Es läuft. Junge, der PC, Alter, der hat auch schon mal bessere Zeiten hinter sich gehabt. Der war nicht ja früher wirklich besser. Ich weiß gar nicht, warum er so scheiße läuft. Früher lief der viel besser. Das war früher nicht so. Fühl ich nicht, ne? Aber gut, der hat schon 3 Bluescreens gehabt und ich gehe am Laptop. Das ist mir zu blöd. Das ist mir echt zu blöd mit dem Teil. Das ist eine Scheiße. So, und dann will ich die Kinder abholen. Ja, willst du machen, muss ich auch getan werden. Aber Trabi-mäßig bin ich zufrieden. Skoda-mäßig noch nicht so ganz, weil ich hätte natürlich lieber einen guten handbremsenden Skoda. Ich hätte auch überlegt, ob ich einfach hinten 2 neue Bremstrommeln kaufe. Dann hätten die wahrscheinlich noch ein bisschen besser gegriffen, hätten die auf letzten ein bisschen gepackt. Ich glaube, so haben die das beim letzten TÜV auch gemacht. Neue Bremstrommeln draufgeschmissen, dann passte das irgendwie noch. Ne? Aber ist nicht mein Stil. Ist, wie gesagt, das kriegt ihr das Seil da einfach neu. Das andere Seil sieht nämlich nicht so alt aus. Beziehungsweise sieht besser aus wie das andere Seil. Sehen wir erstmal eins neu, dann sehen wir, wie es zieht. Und wenn das wieder an dieser Gabel, die da ist, einseitig ziehen sollte, machen wir es auch komplett neu. Mal schauen. Ich wollte Gordon nur die halbe Arbeit, weil die Arbeitszeit ist halt also ziemlich viel, die in dem Auto steckt. Wenn ein Auto, was eigentlich TÜV hat, was noch über ein halben Jahr an den TÜV hat, weißt du, ist die Arbeitszeit, die wir reinstecken, schon viel zu viel. So, dann würde ich mal sagen, noch nicht abschalten, Freunde. Ich hole jetzt die Kinder und dann fahren wir zusammen nach meinem Vater.
Mal gucken, was da so abgeht. Was der so fummelt in seiner Freizeit. Da hat der was Neues. Ich hab keine Ahnung. Ich muss da irgendwann wieder vorbei eiern. So, bis später. Also ich habe euch erzählt, dass hier einer wegen dem Omega kommen wollte. Ein typischer eBay-Kleinanzeigen-Kunde. Ist natürlich nicht gekommen. Ne, hat sich auch nicht abgemeldet. Was ein Arschloch. Echt. Kann ich auf den Tod nicht ab. Wenn sich einer per eBay-Kleinanzeigen anmeldet, dann sagt, ich komm dann und dann. Und dann machst du alles, dass es für dich auch passt. Dass du dann da bist. Weißt du, wann der kommt. Und hier fängst du extra nach Fäden nach hinten oder sowas. Und dann kommen die Typen einfach nicht. Alter, solche Typen, die könnte man... Die konnte ich hier einmal durch den Flur peitschen. Das ist zum Kotzen. Kann ich auf dem Dunkel nicht ab. Nicht wundern, das Licht ist heute scheiße. Ich hab Kopfschmerzen. Das kann ich nicht ab. Deswegen habe ich Sonnenbrille auf. Sunglasses-Modus. Alles, was geht.